Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein 3-Bücher-Die-Video für euch. Und wie ihr es im Titel schon gesehen habt, habe ich heute das Thema 3 Bücher, die ich dieses Jahr gerne rereaden würde, ausgewählt. Ich habe mir hier 3 Geschichten ausgesucht, die ich bereits gelesen habe und die ich aus diversen Gründen nochmal lesen möchte. Also es sind wirklich 3 verschiedene Gründe, weswegen ich die Bücher nochmal lesen möchte. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Wir machen hier gar nicht lange ein großes Blabla. Das erste Buch, das ich nochmal lesen möchte, ist Das Reich der Vampire von Jay Kristoff. A Tale of Blood and Darkness heißt der erste Band. Und wie ihr seht, ich muss es mit 2 Händen halten, weil es einfach so ein dicker, dicker Schinken ist. Ich habe es damals tatsächlich auch als Rezensionsexemplar als E-Book angefragt, weil ich dachte, okay, kaufst du dann lieber die Sonderausgabe von Bücherbüchse und Co. Die war dann leider ausverkauft und dann wollte ich es nicht nochmal als Print-Rezi-Exemplar anfragen. Also das Buch hat 1020 Seiten und wer Jay Kristoff kennt, der weiß, dass das sehr blutig und sehr blutrünstig und sehr brutal ist und sehr bildgewaltig auch vor allem. Es passieren super viele Dinge und es ist auch teilweise etwas verwirrend. Ich wollte es als Hörbuch hören, aber ich habe nach einer Stunde kapituliert. Ich habe nichts verstanden. Das ist ein Buch, das musst du einfach vor dir haben und lesen, sei es jetzt in digitaler oder in Printform. Sonst verstehst du echt nur Bahnhof. Und da wird jetzt dieses Jahr der 2. Band erscheinen. Dementsprechend würde ich, weil es einfach so verwirrend war, den ersten gerne nochmal lesen. Ja, aber ich sag's euch gleich, 1020 Seiten sind 1020 Seiten. In der Zeit habe ich 3 normale Bücher gelesen. Also das wird auf jeden Fall jetzt kein Projekt, das ich sofort starte, sondern vermutlich so vielleicht im Monat, bevor der 2. Band erscheint, damit ich es ganz frisch hintereinander durchlesen kann. Jetzt erzähle ich euch noch, um was es in der Reihe geht. Solange es brennt, bin ich die Flamme. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon seine Heimat verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Michan, zum Orden der Silberwächter, der das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Und jetzt muss ich euch noch was zeigen. Da sind so wunderschöne Illustrationen in dem Buch drin. Ich habe sie einfach geliebt. Also so sehen die Kapitelanfänge auch immer aus. Richtig, richtig schön. Aber es sind auch richtige Illustrationen drin. Ich muss jetzt nur gerade eine finden. Ja, da sollte doch eine sein. Da. Also so sind die Illustrationen im ganzen Buch. Da ist, glaube ich, noch eine. Und damit konnte ich mir auch die Charaktere viel, viel besser vorstellen. Ich meine, macht ja auch Sinn. Ja, warten wir es mal ab. Ich muss mal recherchieren, wann der 2. Band kommt und wann ich dann diesen hier vielleicht dann doch nochmal vorher lesen würde. Einen ganz anderen Grund, das Buch nochmal zu lesen, gibt es bei Elfenkrone von Holly Black. Da habe ich Band 1 damals in einer Leserunde gelesen mit Vanni von Reading Halfling und ganz vielen anderen tollen Bloggerinnen auf Bookstagram. Und dann hatte ich aber aus privaten Gründen mich nicht direkt an Band 2 beteiligen können, als die Gruppe das quasi weiterlesen wollte. Und da habe ich gesagt, du Leute, ich setze aus. Ich lese es dann hinterher und sag mir einfach Bescheid, wenn ihr den 3. dann lest. Und dann meinte Vanni zu mir, ja, pass auf, ich kann den 2. jetzt auch nicht sofort lesen. Dann lass uns doch den 2. zusammen lesen. Das ist schon über ein Jahr her. Locker. Vielleicht sogar 1,5 Jahre. Und ja, irgendwie haben wir es nie geschafft, es zu tun. Und mittlerweile ist es jetzt schon so lange her, dass ich zwar noch weiß, um was es in dem ersten Band geht, aber ich ihn einfach nochmal auffrischen wollen würde. Und deshalb habe ich beschlossen, dadurch, dass jetzt auch Elfenerbe und der 2. Teil des Spin-Offs raus ist, dass ich die komplette Reihe einfach nochmal von vorne beginnen werde. Das heißt, mit
Elfenkrone nochmal starten würde. Deshalb habe ich das Buch heute mit ins Video aufgenommen. Eine Elfenkrone, ein gefährlicher Prinz, ein furchtloses Mädchen. Natürlich möchte ich wie sie sein. Sie sind unsterblich. Kaden ist der schönste von allen und ich hasse ihn mehr als den Rest. Ich hasse ihn so sehr, dass ich manchmal, wenn ich ihn ansehe, kaum Luft bekomme. Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie und ihre Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt werden. 10 Jahre später hat sie nur ein Ziel vor Augen, dazuzugehören, um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittertster Widersacher Prinz Kaden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Wenn Jude am Hof überleben will, muss sie ihm mit aller Macht die Stirn bieten. Und das dritte Buch, das ich für dieses Video ausgesucht habe, ist ein Buch, das verfilmt wurde, das zu einer Serie gemacht wurde und dessen, ich glaube, 6. Staffel oder 7. Staffel jetzt gerade bei Netflix angelaufen ist. Ich habe tatsächlich die Serie irgendwo mitten in Staffel 5 nicht abgebrochen, aber ich habe es einfach nicht mehr weitergeschaut, weil ich irgendwie was anderes dann weitergeschaut habe. Und dementsprechend würde ich die Serie gern nochmal von vorne rewatchen. Und dann kam mir der Gedanke, du könntest die Reihe ja auch nochmal von vorne re-readen. Ich spreche von Diana Gabaldons Outlander Feuerstein, ist der 1. Band. Und ich habe die ersten 3 Bände hier im Regal stehen. Und würde sie tatsächlich einfach nochmal gerne lesen. Beziehungsweise den 3. habe ich damals nur als Hörbuch gehört, weil es eben auch dicke Schinken sind. Also Band 1 hat 1133 Seiten. Tendenz innerhalb der Reihe steigend. Also manche haben auch 1300 Seiten. Und das zu lesen ist halt auch eine Hausnummer und ein Mammutprojekt. Ich habe das Buch Band 1 damals auf der MagicCon gekauft, damals hieß es noch RingCon. Da war nämlich die Diana zu Besuch und da war auch die Übersetzerin mit dabei und ja, haben mir das Buch unterschrieben. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan der schottischen Geschichte und dieser ganzen Thematik zwischen Frankreich, England, Schottland und den Kriegen. Und deshalb ist diese Reihe etwas ganz, 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 ganz Besonderes für mich und wird auch immer einen Platz in meinem Herzen haben. Schottland, 1946. Die englische Krankenschwester Claire Randall verbringt mit ihrem Ehemann einen Urlaub in den Highlands. Eines Tages betritt sie neugierig einen alten Steinkreis und wird darin ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich im Jahre 1743 und ist von jetzt auf gleich eine Fremde. Ein Outlander. Ihr Lieben, das waren alle 3 Bücher, die ich euch heute vorstellen wollte. Ich freue mich tatsächlich auf jedes einzelne davon, bin noch unschlüssig, wann ich mit dem Projekt starten möchte, weil ich einfach noch so viele tolle Bücher auf dem Sub habe, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, mit welchem ich eurer Meinung nach anfangen sollte, es zu rereaden. Ich glaube, ganz viele von euch werden sagen, lies endlich die Elfenkrone, weil die Reihe echt gut ist und so ein kleiner Teil von mir tendiert auch in diese Richtung, ohne euch jetzt zu beeinflussen. Ja, aber ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und natürlich würde es mich auch interessieren, ob ihr vielleicht auch alle 3 vielleicht schon gelesen habt. Ob ihr die Outlander-Reihe gelesen habt, ob ihr die Reich der Vampir-Reihe gelesen habt und ob ihr die Elfenkrone gelesen habt. Das dürft ihr mir gerne mal in den Kommentaren beantworten. Das war es nämlich jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!